Spiel 1 nach Sebastian Abt, der nach der dritten Niederlage im dritten Spiel vom Präsidium beurlaubt wurde. Tim Kruse übernimmt interimsmäßig und betreut das Team heute gegen den VfB Auerbach, was im Übrigen das erste Auswärtsspiel für Ex-Trainer Sebastian Abt in der Vorsaison war. Es setzte eine 2:3 Niederlage in letzter Sekunde für den FCE. Ob es Tim Kruse heute besser macht für den Verein und die Fans, ist zu hoffen. In der Startelf setzt er auf das Duo Jan Koch und Matthias Rahn in der Innenverteidigung. Niklas Erbe kehrt in die Startelf zurück und Felix Geisler ist ebenfalls von Beginn an dabei. Yannick Meder und Patrick Storb sitzen zunächst auf der Bank, wo auch Niklas Geisler wieder dabei ist. Erster Versuch für Energie Cottbus über die Zentrale, setzen sie sich durch. Erbeck bedient Flo Brückmann und sie versuchen es zweimal, jeweils abgeblockt, aber immerhin Ecke. Die bleibt ungefährlich und Schiedsrichter Barnitzki pfeift sie ab. Er hat Erfahrung mit der Begegnung von lediglich 10 Regionalliga-Partien, die er bisher gepfiffen hat. War in der letzten Saison zweimal die Begegnung Auerbach gegen Energie dabei. Die Cottbusser verloren jeweils. Nun zeigt sich auch Auerbach am Strafraum, lässt Morozov die Cottbusser aussteigen und kommt zum Schuss. Stabäcki reißt die Arme hoch und entschärft die Kugel. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Cottbus schon besser gestartet als beim letzten Auftritt hier. Da erzielte Marc-Philipp Zimmermann bereits in der ersten Minute das 1:0 für die Hausherren. Die Gäste setzen sich bisher gut in der Auerbacher Hälfte fest, zeigen körperliche und technische Präsenz, so wünschen es sich die Cottbus-Fans. Nach 20 Minuten kommt der schnelle Pass auf Felix Geisler, der Auerbacher erwischt nur Geisler, der Ball rollt unberührt weiter, auch wenn es kein hartes Foul war. Das hätte man pfeifen können. Wenn der VfB bisher durchkommt, wird es brandgefährlich, so wie hier in der 25. Minute. Schlosser flankt, abgeblockt, Stockhaut drauf, haarscharf geht der Schuss von links drüber. 2 Minuten später wieder Cottbus, bereits die 5. Ecke, doch die wird abgeblockt. Energie setzt jedoch nach, Flanke auf Nils Stettin und der köpft über Stefan Schmidt im Auerbacher Tor ein. Dafür wurde er geholt und hier völlig allein gelassen. Große Freude bei den 97 mitgereisten FCE-Fans. Das ist auch der bisher gerechte Lohn zum Spielverlauf. Auerbach hatte zwar die größeren Chancen, Cottbus aber mehr Spielanteile. Matthias Rahn hatte nur eine Minute nach der Führung die zweite Chance, die ging noch knapp vorbei. Doch Max Kremers Querschläger in der 30. Minute hat niemand auf den Zettel. Der Ball fliegt in den Strafraum, wo Felix Brückmann sich perfekt in Szene setzt und abstauben kann. Da steht es 2:0. Das hatten wahrscheinlich auch die wenigsten auf dem Zettel. Noch ist nicht aller Tage Abend, doch den Moment genießen die FCE-Fans durchaus. Auerbach braucht 10 Minuten, um sich zu berappeln, dann rappelt es direkt in der Kiste. Cottbus bekommt den Ball nicht weg, über rechts scheitern sie noch. Der Ball wird aber abgefälscht und links steht Yannick Vogt genau richtig. Er schiebt den Ball zum Anschlusstreffer ins Tor. Nun wird es spannend, wie Cottbus reagiert. Verkraften sie das oder wackeln sie? Sekunden vor der Pause versuchen es die Hausherren nochmal und wie am Strafraum ist Stabäcki draußen, aber Zimmermann kann köpfen, doch da kommt Florian Brückmann von links angeflogen und sammelt den Ball fast aus dem Stadion. Ganz starke Aktion, die Energie die Pausenführung rettet. Also hier ist noch nichts in trockenen Tüchern. Auerbach ist in jeder Szene gefährlich und trotzdem macht Energie das bisher gut, hält dagegen und konnte zweimal zuschlagen. Insgesamt ist das Team deutlich aggressiver und haut sich in alle Bälle. Brückmanns Rettungsaktion war exemplarisch für die Einstellung heute. Bis jetzt das komplette Gegenteil zum Mäusewitz- und Viktoria-Spiel. Die Cottbusser Offensivabteilung ist direkt wieder auf Betriebstemperatur. Nils Stettin legt auf Brückmann, der nicht vom Ball zu trennen ist, rüber zu Felix Geisler und der macht ganz überlegt das 3:1. Wieder rennt der VfB einem 2-Tore-Rückstand hinterher. So kann es weitergehen. Freistoß von der linken Auerbacher Angriffsseite. Tim Stabäcki ist da. Der Nachschuss wird geblockt. Es bleibt dabei. Greifen die Hausherren an. Wird es gefährlich. Es ist ein schnelles Auf und Ab derzeit. Energie pariert aber die wütenden Aktionen des VfB. Selbst Tim Kruse holt sich später die gelbe Karte ab. Hier ist Feuer drin. Die Wut schlägt in einen Konter um. Rechts haut sich Energie rein. Florian Brückmann erobert den Ball. Kurzer Doppelpass mit Geisler. Florian marschiert über das ganze Feld. Keiner greift ihn wirklich an. Und er macht es ganz allein. Einfach zum Genießen. Was für ein Tor für den Verteidiger. Das hat er bestimmt mit Bruder Felix schon im Garten geübt. Es steht 4:1 und sowohl die Heim- als auch die FCE-Fans können es nicht glauben.
Eine Viertelstunde vor Schluss kann Felix Geißler duschen gehen. Er hat heute stark gearbeitet. Marcel Hoppe ersetzt ihn. Kommt noch eine Schlussoffensive des VfB? Der Glaube mancher Heimzuschauer schwindet bereits, während die Cottbusser den Auerbachern den nächsten Ball abnehmen. Die Offensive übernimmt in der 77. Minute der FCE unfreiwillig selbst. Rahn und Borgmann behindern sich im Strafraum gegenseitig. Stock ist der Nutznießer und schießt aus Minimaldistanz drauf daneben. Also wir behaupten mal, vor wenigen Tagen wäre der noch reingegangen. Ecke für Auerbach, die auf Moritz Seidels Kopf landet. Der Ball fliegt an den rechten Pfosten und dann prallt der Ball zu Stöbecki. Der ist völlig überrascht und die Kugel liegt im Kasten. Das war dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit zur vorherigen Szene. Jetzt nochmal 10 Minuten dagegen halten, aber das Spiel hier hat Cottbus im Griff. Mit Einsatz und Willen gehen sie nach dem Gegentor zu Werke. Pelivan mit einem starken Pass auf Brückmann. Der scheitert noch an Schmidt, aber Nils Stettin fasst sich in der 81. Minute ein Herz und kann mit seinem zentralen Nachschuss das 5:2 erzielen. Kurz darauf darf der Doppeltorschütze und Max Krämer raus, Rico Gladro und Yannick Meda kommen. Tim Kruse wechselt in der Nachspielzeit nochmal. Felix Brückmann und Dominik Pelivan gehen raus und Arne Kujovic und Niklas Geißler kommen. Ob sie nochmal an den Ball kamen, ist nicht mehr feststellbar. Kurz danach ertönt der Schlusspfiff. Was für ein Spiel. Und dank EnergieTV und der bisherigen Abonnenten habt ihr nun alle Tore und Highlights der Partie sehen können. Wir freuen uns über weitere Unterstützung unter www.steadyhq.com/fcenergietv. Mit 3 Punkten reist der FC Energie aus dem vogtländischen Auerbach zurück in die Heimat und es war ein absolut verdienter Arbeitssieg, den Interimstrainer Tim Kruse jetzt auf dem Konto hat. 5:2 stand nach etwas mehr als 90 Minuten auf der Auerbacher Videowand. Ein Ergebnis, welches sicher nur die wenigsten getippt haben. Tim Kruse sagte nach dem Spiel, meine Spieler wollten einfach nicht nochmal verlieren. Den seit Saisonstart begonnenen Weg haben wir heute einfach weitergeführt und sind endlich belohnt worden. Belohnen können Sie sich auch gerne am Sonntag im heimischen Stadion der Freundschaft. Denn 13.30 Uhr ist Germania Halberstadt zu Gast, die heute 3:0 gegen Optik Rathenow verloren. Auch das Landespokalspiel gegen Klosterfelde am 12.09. findet im Stadion der Freundschaft statt. Der Brandenburg-Ligist hat das Heimrecht getauscht.